Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Maries Salon du Livre List. Es freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, und zwar, wenn es heute ein für mich kontroverses Thema geht, und zwar Originalcover, Originaltitel gegen deutsche Übersetzung und deutsches Cover. Das ist eigentlich ein Thema, das mich früher überhaupt nicht berührt hat. Vielleicht, weil ich keine englischen Bücher gelesen habe und eigentlich nicht gewusst habe, wie die Original ausschauen. Aber jetzt, wenn ich so vielen Autorinnen und Autoren folge, die ihre Bücher auch auf Englisch ankündigen und die dann sehe, wie das Cover auf Englisch ausschaut oder im Original ausschaut und dann die Übersetzung sehe, dann vergleicht man natürlich. Ausgelöst hat dieses Vergleichen und sich anschauen, wie ist es auf Englisch und wie ist es auf Deutsch, mit einem ganz speziellen Buch im Jahr 2012. Meine Freunde, die mich sehr, sehr gut kennen, wissen jetzt schon, auf welches Buch ich abziele. Und zwar geht es um das 10. Buch einer Reihe. Die Reihe gehört zu meinen Lieblingsreihen überhaupt, und zwar ist von Nalini Singh die Psy-Changeling-Reihe. Das ist eine Gestaltwandlerreihe, das ist eine fiktive Welt in der Zukunft, wo es eben Gestaltwandler gibt, in verschiedenen Formen, in dem Fall jetzt hauptsächlich bezogen auf Wölfe und Leoparden. Im zweiten Strang, der später beginnt, gibt es dann auch Bären. Ich liebe Bären, aber ich bin immer Team Wölfe. Und die Reihe ist, sie versucht eine wirklich tolle Welt aufzubauen, in dem die Ressourcen nicht mehr ausgebeutet werden, indem man versucht, energieneutral zu leben. Und es gibt drei verschiedene Kategorien auf der Welt. Man hat die Menschen, das ist die schwächste Kategorie. Man hat die Medialen, die in sich geschlossen ein eigenes Netz gebildet haben, sich ins Internet mehr oder weniger auch einwählen können. Das ist jetzt laienhaft ausgedrückt, die damit sehr, sehr viele Kräfte gebündelt haben. Und dann gibt es die Gestaltwandler, die eben Mensch, halb Tier sind und die von den Medialen, nennen wir es jetzt einmal so, total unterschätzt werden. Und daraus ergibt sich eine eigene Dynamik, daraus ist eigentlich so, dass die drei Gruppen auf der Welt sich nicht wirklich miteinander vermischen. Jeder kocht seine eigene Suppe und die Medialen sind die mächtigsten, weil sie einfach am meisten Macht haben und am meisten Kraft haben und versuchen auch die Menschen vor allem zu unterdrücken. In dieser Reihe geht es dann darum, dass untereinander doch Verbindungen geknüpft werden. Ich finde sie total super, mir gefällt sie irrsinnig gut. Und mit Band 1, Leopardenblut, hat es einen Auftritt gegeben. Und in dem Buch, das Buch hat 400, 450 Seiten, gibt es einen Alpha-Wolf. Der hat in dem ersten Buch, wenn es hochkommt, 4 Seiten. Ja, und ich habe das Buch zugemacht und habe dann sofort gegoogelt, wann kriegt der Alpha Wolf sein Buch. Das war 2007, 2008. Ja, und bekommen hat er es im Jahr 2012. Und zwar mit dem Buch, Band 10 in der Reihe, Kiss of Snow. Ja, das Cover ist fragwürdig, gebe ich zu. Wenigstens gibt es einen Wolf drauf. Aber ich finde einmal den Titel mit Kiss of Snow extrem passend, kurz, prägnant und hätte sich meiner Meinung nach im Deutschen auch relativ gut durchgesetzt. Meine Vermutung, meine Auffassung. Das Buch ist 2012 erschienen. In der Love Letter Convention in Berlin im Juni 2012 war Nalini Singh da und hat mir dieses Buch signiert. Sprich, dieses Buch, trotz dem recht seltsamen Cover, ist eines meiner Schätze. Sehr geheiligt, hat einen eigenen Platz zusammen. Und wie gesagt, es haben dann alle darauf gewartet, wann das Buch übersetzt wird. Es war dann recht zeitnah, muss man ganz ehrlich sein. Und damals bei der Love Letter Convention hat man schon gewusst, wie die Übersetzung lauten wird und wie sie ausschauen wird. Jetzt ist das Cover definitiv passt in die Reihe hinein. Ist dem Cover, dem Original, nicht unähnlich und heißt allerdings nicht Kuss, Schneekuss oder Kiss of Snow, nein, Lockruf des Verlangens.
Ja, ich lasse das jetzt einmal wirken. Heute noch bin ich entsetzt über diesen Namen, über diesen Titel. Ich verstehe es nicht. Wir haben damals auf der Love Letter Convention tatsächlich auch mit den Übersetzerinnen bzw. zuständigen Leuten gesprochen und haben nachgefragt, warum dieser doch etwas befremdliche Name, wo Kiss of Snow doch so einfach gewesen wäre. Aber damals war noch die Antwort, dass dem Leser diese englische Übersetzung oder dieses englische Original mehr oder weniger nicht zugemutet werden kann. Man vermutet, dass der Leser oder die Leserin das nicht so richtig verarbeitet und dann vielleicht nicht zum Buch greift. 2, 3, 4 Jahre später war das überhaupt kein Problem mehr. Heutzutage haben sogar viele deutschsprachige Autorinnen und Autoren englische Titel. Also man sieht, wie die Entwicklung auch bei der Titelfindung immer wieder weitergeht. Aber dieses Lockruf des Verlangens, muss ich ganz ehrlich sagen, haut mich bis heute um. Und jetzt sind es 9 Jahre, jetzt werden es dann im März oder April oder wann das angekündigt worden ist, 2012, werden es 9 Jahre und wir hätten uns eigentlich schon längst damit abfinden müssen. Haben wir nicht, zumindest ich habe mich nicht abgefunden. Und wer kennt die Reihe, wer verfolgt die Reihe und findet das auch irgendwie seltsam? Nennen wir es seltsam. Sagen wir nicht so, weil wir nicht sagen, es ist furchtbar, aber besonders schön ist nicht. Egal. Und so ist dann die Entwicklung losgegangen, dass man sich die Originalbücher angeschaut hat und dann verglichen hat. Passt das nicht? Und ich habe mir jetzt für diese Folge nur Bücher ausgesucht, die ich im Original und auf Deutsch da habe. Beim nächsten Mal werde ich sogar ein bisschen was anderes versuchen. Und wäre dann nett, wenn ihr auch vielleicht irgendein Buch habt, wo ihr sagt, das ist im Original total lässig, aber auf Deutsch haben sie es einfach nicht hingebracht. Oder auch umgekehrt, das war nicht so toll im Original, aber auf Deutsch ist es so eine schöne Ausgabe geworden, so ein toller Titel, so aussagekräftig. Also es würde mir echt gefallen und die würde ich dann auch gerne herzeigen und mit der Begründung, die ihr mir liefert, warum ihr das toll gefunden habt oder nicht. Und jetzt, wie gesagt, ich habe nur auf Bücher zugegriffen, die ihr schon da habt. Das sind nicht so wahnsinnig viele. Und eins habe ich da, und zwar von einem meiner Lieblingsautoren neben Nanny Lessing, und zwar von Markus Zusek. Sein letztes Buch, Bridge of Clay. Markus Zusek hat mit den Büchern, die ihm 2008 oder 2007 einen Weltbestseller geliefert. Eine Geschichte, die ich jedem ans Herz legen kann, wirklich. Wunderbarer Erzähler. Irrsinnig tolle Erzählperspektive und eine sehr gefühlvolle, traurige, aber doch eine hoffnungsvolle Geschichte. Aber Bridge of Clay ist 2018 erschienen, 2017 sogar. Und ich glaube, jeder hat darauf hingefiebert, der die Bücher, die ihn kennt. Und es ist leider, muss ich jetzt sagen, meiner Meinung nach stark unterbewertet, weil viele es mit der Bücher, die wir verglichen haben, und man kann die Bücher nicht vergleichen, das geht einfach nicht. Das sind zwar eigenständige, ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, und mir hat Bridge of Clay, das auf Deutsch nichts weniger als ein Wunder heißt, sehr, sehr gut gefallen. Und ich tue jetzt die zweimal nebeneinander halten. Wir haben da Bridge of Clay auf Englisch und nichts weniger als ein Wunder. Jetzt ist es von der Haptik, hier steht es, das sind Boards, irgendwie Recyclingpapier, dickeres Material, greift sich wirklich ähnlich an. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, vom Cover her finde ich, wer die Geschichte gelesen hat, ich lese auch dann gleich vor, um was es geht, finde ich das Cover sehr viel gelungener. Also für mich passt es gut. Ich lese euch vor, um was es geht. Dies ist die Geschichte der 5 Dunbar-Brüder. Nach dem Tod der geliebten Mutter und dem Weggang ihres Vaters leben sie nach ihren ganz eigenen Regeln. Sie trauern, sie lieben, sie hassen, sie hoffen und sie suchen. Nach einem Weg, mit ihrer Vergangenheit klarzukommen, nach der Wahrheit und nach Vergebung. Schließlich ist es Clay, angetrieben von den Erinnerungen an ihren tragischen Verlust, der beschließt, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die Vergangenheit zu überwinden und so sich selbst und seine Familie zu retten. Dafür verlangt er sich alles ab, was er geben kann und mehr. Nichts weniger als ein Wunder. Also, ich habe die Geschichte so ungemein berührend und auch anrührend gefunden. Wie gesagt, es geht darum, dass er wirklich eine Brücke baut. Er baut diese Brücke im wahrsten Sinn des Wortes mit seinen Händen, wird diese Brücke gebaut. Warum er sie baut, ist eigentlich ziemlich klar. Und
Deswegen, ich finde jetzt, und es braucht, um diese Brücke zu bauen, und da geht es jetzt nicht nur um dieses Handwerkliche, jeden, mehr oder weniger jeden Stein zu behauen und anzutreiben und so weiter, hinzulegen und wo er eben hinkommt und so, sondern es geht wirklich auch um dieses Wunder einer Brücke, die Vergangenheit und Gegenwart verbinden soll. Mir gefällt das Cover ungemein gut. Wenn man es dann umdreht, gibt es da einen kleinen Esel, der auch eine wichtige Rolle spielt oder eine Rolle. Und ich finde dieses, vor allem dieser Mann, der da sitzt auf dieser Brücke, mir gefällt das Cover total gut. Ich finde auch nichts weniger als ein Wunder an tollen Titel, weil Bridge of Clay, ich habe keine Ahnung, ob es auf Englisch vielleicht so eine Redewendung gibt, die mit Bridge of irgendwie verbunden oder verknüpft wird, das weiß ich jetzt nicht. Macht Sinn. Und das Cover ist eigentlich ein bisschen, da sieht man zum Beispiel eine Schreibmaschine, die hat auch einen, also die hat auch einen Sinn und Zweck, warum es die da drauf geschafft hat und so. Es ist ja da mit dem Eselchen und diesem Spaten. Also es ist hinten dann dasselbe noch einmal. Es hat schon einen gewissen Sinn und das macht, also ich finde das Buch, ich finde beide Bücher wahnsinnig gelungen. Ich finde sie beide sehr, sehr schön aufgemacht. Also da mal nebeneinander noch einmal. Und sie haben, also da haben sie sich, also Limes hat sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben in der Gestaltung und auch wenn es nicht sehr kompliziert erscheint, aber ich finde es einfach irrsinnig schön. Und wie gesagt, Markus Zusek gehört zu meinen Lieblingen, das muss man jetzt auch dazu sagen, also viel falsch machen können sie da gar nicht. Und also mir gefällt auf jeden Fall die Aufmachung. Gut, jetzt muss ich kurz nach vorne greifen, so lange Arme habe ich nämlich nicht. Wir kommen zu einem weiteren Buch, das bei uns sehr, sehr erfolgreich war im deutschsprachigen Raum, auch im englischsprachigen Raum, die Autorin ist aus England. Und ich habe, es ist auch eines meiner Schätze, von einer sehr, sehr guten Freundin, von meiner Freundin Stephanie, eine signierte Ausgabe zum Geburtstag geschenkt bekommen, und zwar von Yo-Yo Moyes Me Before You. So, jetzt. Auf Deutsch veröffentlicht unter dem Titel Ein ganzes halbes Jahr. Das zeige ich euch jetzt gleich so daneben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Originalcover ist. Das ist jetzt auch schon eine Zeit her, dass die Autorin in Hamburg war mit den Büchern und ich das Geschenk bekommen habe. Ob das Original ist, kann ich nicht sagen. Es ist äußerst einfach gehalten und ich mag das auch total gern mit dieser Frau, die da mehr oder weniger eine Taube oder einen Vogel freilässt. Also sehr einfach, sehr schlicht gehalten, was ich total gern mag. Es hat da jetzt nur leicht erhabene Buchstaben, also nichts ganz Grandioses. Auf Deutsch ist es im Grunde genommen ähnlich. Da hat der Rowohlt Verlag 1:1 übernommen, also dürfte es doch Originalausgabe sein. Und nur zusätzlich den Balken dazu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei den Titeln habe ich das Gefühl, dass... Worum geht's? Entschuldigung, das muss ich auch kurz noch... Louisa Clark weiß, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren etwas schrägen Modegeschmack teilen. Sie weiß, dass sie gerne in einem kleinen Café arbeitet und dass sie ihren Freund Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiß nicht, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird und wie tief das Loch ist, in das sie dann fällt. Will Traynor weiß, dass es nie wieder so sein wird wie vor dem Unfall und er weiß, dass er dieses neue Leben nicht führen will. Er weiß nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird. Eine Frau und ein Mann, eine Liebesgeschichte, anders als alle anderen, die Liebesgeschichte von Lou und Will. Wurde auch verfilmt, meiner Meinung nach sehr gut verfilmt. Ja, das Buch ist immer besser, aber mir hat es gefallen, schlicht und ergreifend. So, und wenn ich jetzt die zwei Bücher habe und mir die Titel anschaue, dann habe ich das Gefühl, jeder, der das Buch schon kennt und gelesen hat, wäre nett, wer mir da seine Meinung dazu tun kann, Me Before You. Gibt mir das Gefühl, mehr Augenmerk auf Lou zu legen. Ein ganzes halbes Jahr hat eigentlich irgendwie den Anschein, als ob man mehr über Will erfährt.
ich habe irgendwie das Gefühl, die Gewichtigkeit der Hauptfiguren wird ein bisschen verschoben. Ist mein Eindruck, das war, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Me Before You klingt eher, als ob es Me, also ich, Lou, Before You, Will, könnte natürlich genauso gut umgekehrt sein, aber ich beziehe das jetzt eher witzigerweise auf Lou. Und da ein ganzes halbes Jahr beziehe ich dann doch eher auf Will, der dieses ganze halbe Jahr noch gewährt. Wie geht es euch damit? Mir erschließt sich das so oder so, hätte ich das im Gefühl gehabt. Ich liebe das Buch. Ich habe es auch auf Englisch gelesen. Ich finde die Übersetzung gelungen. Ich bin aber auch nicht der Experte, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Mir gefallen beide Ausgaben gut, sind sich auch sehr ähnlich. Diese Schlichtheit finde ich toll, weil in der Geschichte geht es um so viele Gefühle und um so viele Themen, dass es angenehm ist, dass man da ein schlichtes Cover hat und sich nicht vom Cover und vom Titel irgendwie ablenken lässt. Me Before You, ein ganzes halbes Jahr. Das nächste ist, das ist auch eins meiner Schätze, es ist nämlich ebenfalls signiert. Also die Originale, die ich da habe, sind dann meistens signiert, das ist eh klar. Und zwar geht es um Colin Hoover, ich denke, das ist eins meiner Lieblingsbücher von ihr, und zwar von Colin Hoover, It Ends With Us. Ist ebenfalls auf Englisch ganz, ganz simpel und einfach gehalten mit diesen Blüten. Auch signiert, wie gesagt, eins meiner Schätze. Heißt auf Deutsch Nur noch ein einziges Mal. Im Grunde genommen ist es gleich gehalten. DTV hat die Colin Hoover Bücher ab einem bestimmten Zeitpunkt in einem separaten Design gehalten mit der Schrift und diesem Titel. Jetzt ist es so, It Ends With Us und Nur noch ein einziges Mal. Ich bin beim Überlegen, ich bin schon die längste Zeit beim Überlegen, ob It Ends With Us, es endet mit uns, vielleicht gibt es so einen ähnlichen Titel schon und hat dann nimmer durch die Titelprüfung kommen können. Ich sage euch, um was es geht. Als sie nach Boston zieht, fühlt Lily sich zunächst wie in einem Traum. Eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle. Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder, ihre erste Liebe. Auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals erahnt hätte. In dem Buch geht es um ein ganz, ganz hochaktuelles und sehr schlimmes Thema im Grunde genommen. Ich will es jetzt nicht extra erwähnen. Man kann es ungefähr ahnen, um was es geht. Ich sage jetzt einmal aufgrund des letzten Satzes. Ja, genau darum geht's. Und dieses It Ends With Us hat meiner Meinung nach, es gibt einen Moment oder es gibt da einen Satz, eine Seite, wo die Lily genau diesen Satz oder diese Phrase sagt, It Ends With Us. Und das hat einen ganz wichtigen, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, ganz eine wichtige Phrase, wo dann ein Punkt ist, das Kapitel aus ist und ein neues Kapitel beginnt. Und ich glaube, es ist auch da, es endet mit uns. Ich glaube, das kommt dann da, wenn es mich nicht ganz täuscht, ist bezeichnend für das Buch. Also dieser Titel passt auf Englisch wie die Faust aufs Auge. Nur noch ein einziges Mal, mir fehlt was. Es ist mir fast zu wischiwaschi. Wie gesagt, vom Cover her kann ich jetzt nichts sagen, weil es im Grunde genommen 1:1 ist, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Wobei dazu sagen muss, DTV hat eigentlich, also bei anderen Büchern, die ich da habe, extrem gute Titel. Die müssen da jemanden haben, der wirklich ein feines Gespür dafür hat. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob nur noch ein einziges Mal. Es ist nicht ganz schlecht, es ist nicht ganz furchtbar, aber es ist auch nicht ganz, ganz toll, meiner Meinung nach. Aber ja, ich kann damit leben. Als letztes zeige ich euch noch eines meiner Schätze. Ich glaube, alle, die was ich jetzt gezeigt habe, sind signiert.
Und da gibt es eine kurze Geschichte dazu, oder? Und zwar geht es um Tilly Cole, A Thousand Boy Kisses. Ebenfalls, wie gesagt, signiert. Das ist die englische Ausgabe. Die habe ich mir 2019 extra noch gekauft, bevor ich nach London geflogen bin zur Rare. Die Rare ist eine Romance Author Reader Event. Ist ein Romance Author Reader Event. Und damals war eben Tilly Cole dabei, da war auch Vicky Land, jetzt fallen mir natürlich alle anderen nicht mehr ein, Jennifer Ashley war dabei, es waren unzählige, wirklich ganz, ganz viele dabei, irre gut organisiert, hat mitten in London stattgefunden und Tilly Cole mit ihrem A Thousand Boy Kisses war einfach ein Buch, wo ich gesagt habe, das muss ich mitnehmen, obwohl ich kilogrammmäßig wirklich beschränkt war, aber muss ich haben, muss ich mitnehmen, muss ich mir signieren lassen, das Buch ist unglaublich toll. Dieses Buch ist 2017, 2018 im Lux Verlag mit diesem Cover als E-Book only erschienen. Damals habe ich es entdeckt und habe es gelesen, geliebt, gemocht, auch den Schluss, der sehr kontrovers und sehr unterschiedlich interpretiert bzw. diskutiert wird. Und es war dann lang in der Diskussion, ob es mit diesem Cover auch als Print veröffentlicht wird. Hat es dann irgendwie nicht durch die Vorbestellzahlen geschafft oder was auch immer, ist also nicht als Print mit dem Cover veröffentlicht worden und wurde dann letztes Jahr im Jahr 2020 mit All Your Kisses übersetzt, mit diesem Cover. Worum geht's? Als Rowan Christensen nach Blossom Grove, Georgia zurückkehrt, hat er nur eines im Sinn. Herausfinden, warum Poppy ihn von einem Tag auf den anderen aus ihrem Leben verbannt hat. Und das, obwohl sie ihm versprochen hatte, bis in alle Ewigkeit auf ihn zu warten. 2 Jahre lang hat Poppys Schweigen Rune jeden Tag aufs Neue das Herz gebrochen. Doch als er ihr nach all der Zeit das erste Mal wieder gegenübertritt, weiß er augenblicklich, dass ihnen der schlimmste Herzschmerz erst noch bevorsteht. Und genau so ist. Die E-Book-Only-Version hat ebenfalls A Thousand Boy Kisses geheißen. All Your Kisses geht. Ich finde das Cover auch nicht schier, aber im Vergleich dazu ist es so viel schöner. Ja, aber es ist gemeinsam mit einem anderen, ich glaube, irgendwas mit Colors, erschienen ungefähr zur gleichen Zeit und hat einfach wahrscheinlich das gleiche Design haben müssen. Es gefällt mir, es ist schön, aber das ist einfach... Mir gefällt es auch viel besser, und zwar deswegen, weil dieses Glas, dieses stilisierte Glas einfach eine Rolle spielt. A Thousand Boy Kisses ebenfalls, diese Phrase. Und deswegen ist All Your Kisses, es ist toll, es ist gut, es ist perfekt, wirklich. Aber wenn man das kennt und weiß, dass es das schon gegeben hat, dann ist das meiner Meinung nach sehr viel besser und sehr viel schöner. Und mir gefällt es halt einfach gut. Das ist eben... mit diesen Übersetzungen bzw. Übernahmen. Und ich verstehe ja, dass es Titel finden wahrscheinlich extrem schwer ist und dass das du nachschauen musst, gibt es den Titel schon, kann ich den ein bisschen verändern, nur um ein Wort oder so irgendwas. Also ich weiß, kann man vorstellen, dass das eine irrschwere Geschichte ist und dass das nicht so einfach geht. Verstehe ich alles. Wie gesagt, ich habe auch ganz, ganz selten, okay, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ganz selten, dass ich sage, boah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Es gibt ein paar, wo ich sage, also hätte vielleicht ein bisschen anders sein können. Jetzt in dem Fall sage ich, außer Kiss of Snow war kein wirklich ein absoluter Tiefschläger dabei, sondern die gehen alle, wie gesagt, oft ist das so, wie interpretiert man den Titel? Bei Me Before You, beziehungsweise ein ganzes halbes Jahr, habe ich das Gefühl, ist die Gewichtung einfach ein bisschen anders. Da ist einfach so, dass ich sage, ja, es ist gut und es ist schön, aber wahrscheinlich ist es das, dass es als erstes da war und in das Cover und in das Buch habe ich mich so verliebt und nicht so. Deswegen sage ich, ist das mein Favorit. Aber egal. It Ends With Us ist einfach so, dass ich sage, dieser Satz oder diese paar Worte, die einfach so wichtig sind in dem Buch, die einfach einen gewissen Schlusspunkt, einen gewissen Anfangspunkt setzen, deswegen gefällt mir der Titel auch sehr gut. Habt ihr Bücher, wo ihr einfach sagt, eben völlig furchtbar oder
Yay, total gelungen, eins zu eins vielleicht sogar, dass es Bücher gibt, wo man sagt, echt, das ist eins zu eins übernommen worden. Das würde mich auch interessieren. Also so genau habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Ich würde dann das nächste Mal meine Lieblingsbücher mir mal anschauen und sagen, wie schauen die im Original aus? Also Bücher, die ich nicht unbedingt alle da habe, weil ich kann nicht immer doppelt alles da haben. Aber die, wie gesagt, waren mir einfach wichtig. Die sind einfach Herzensbücher, die ich unbedingt bei mir haben möchte. Und das wäre jetzt dann im Grunde genommen der Vergleich, den ich direkt da habe. Wie gesagt, ich hätte gern ein paar Vorschläge, ob jemand ein Buch hat, wo er sagt, puh, gefällt mir gar nicht oder ja, ist richtig gelungen. Wie gesagt, ich habe schon eine andere Idee, wie ich das fortsetzen kann und mir Gedanken gemacht habe, aber wenn ich ein paar Vorschläge kriege, dann würde ich die gern, wie gesagt, gegenüberstellen. Ich suche mir die aus, blende sie ein, damit man sieht und vielleicht auch ein Gefühl kriegt, warum derjenige gesagt hat, nein, gefällt mir gar nicht oder ihm ist gelungen. Weil manchmal ist es auch besser, dass man das Original gar nicht sieht, gebe ich auch zu. Aber ich glaube, wir gehen vermehrt dazu zu sagen, ich schaue mir das an oder ich habe es eh schon irgendwo gesehen bei einer Ankündigung, weil wir stalken unsere Lieblingsautoren ja alle nun mal, das ist so, also zumindest bei mir ist es so, und dann sieht man die Originalausgaben und dann denkt man sich, boah, total gelungen oder, na, gefällt mir gar nicht. Das war im Grunde genommen meine Überlegung oder mein Vorschlag, den ich an mich selber habe, zu sagen, das gebe ich mir jetzt so hin und wieder und schaue mir vielleicht auch die aktuellen, die ich gerade lese und sage, okay, Original, schau so aus, das, was ich gerade lese, schau in dem Fall so aus. Ich würde das Format so gern weitermachen, aber wie gesagt, auch wahnsinnig gern mit Vorschlägen von euch. Ich schaue mir das auch wirklich gern an und vergleiche sie dann, dass wir das da einblenden und nachvollziehen können, ob es gut ist oder nicht. Und das wird sicher total spannend. Also ich glaube, das ist eine never-ending story. Das ist ein Thema, da würde uns niemals die Luft ausgehen und niemals der Gesprächsstoff, weil an dem kommen wir einfach nicht vorbei. Und jeder hat irgendwie so seine Lieblinge und sagt, das ist gut geworden und das ist nicht gut geworden. Ja, das war's im Moment von mir für heute. Das waren jetzt einmal 5 deutschsprachig gegen englischsprachig oder umgekehrt. Mit einem Mega-Flop oder mit einem Mega-Flop ist vielleicht das falsche Wort, aber mit einer Mega-Enttäuschung. Die Geschichte ist gut, ich schwöre, die Geschichte ist super gut. Und die anderen waren eigentlich eh recht interessant, sich so anzuschauen, wie sie übersetzt worden sind und wie sie im Original ausschauen. Sonst habe ich nicht viel zu erzählen. Es ist einfach so, die Zeiten sind so, dass man sagt, wir haben uns eigentlich sonst nichts Besonderes zu erzählen. Ich kann nicht erzählen, ich war irgendwo shoppen und habe ein neues Buch entdeckt oder so. Wir sind halt im Moment alle mal gezwungen, zu Hause zu bleiben. Jetzt sind unsere Erlebnisse ein bisschen beschränkt. Wie gesagt, wir erleben viel in unseren Büchern, was ja total super ist. Wenigstens darüber können wir uns gegenseitig erzählen. Aber sonst ist es ein bisschen so wie täglich grüßt das Murmeltier. Eigentlich ganz oft jeden Tag das Gleiche. Und deswegen sage ich wie immer, bitte bleibt gesund, schaut auf euch. Habt wunderschöne Tage, habt eine tolle Zeit und wie immer guten Lesestoff. Bis bald, für euch.